Lineare Gleichungen. Lineare Gleichungen kommen in der Schule sehr häufig vor und spielen später auch bei Formelumstellungen eine wichtige Rolle. Deswegen behandle ich nochmal die grundlegenden Schritte. Wir haben zunächst hier eine Stufenleiter der mathematischen Verknüpfungen. Plus und Minus sind die schwächsten Bindungen. Dann kommt mal und geteilt durch, gefolgt von Wurzel, Quadrieren und allen Funktionen mit ihren Umkehrfunktionen. Und als stärkste Bindung haben wir die Klammer. Um unsere Gleichung nach x aufzulösen, beginnen wir immer mit der momentan schwächsten Bindung. In der ersten Aufgabe haben wir 7 mal x plus 8 gleich 22. Die schwächste Bindung ist plus 8. Das Gegenteil von plus 8 ist minus 8. 7x gleich 22 minus 8 ist 14. Dann teilen wir beide Gleichungsseiten durch 7. Mal 7, Gegenteil, geteilt durch 7. Wir erhalten x gleich 14 durch 7 ist 2. Die Lösungsmenge bezüglich der reellen Zahlen ist 2. Zweite Aufgabe. X durch 3 plus 4 gleich 8. Zunächst schauen wir plus geteilt durch. Plus ist schwächer als geteilt durch, also beginnen wir mit minus 4. X durch 3 gleich 8 minus 4 ist 4. Gegenteil von geteilt durch 3 ist mal 3. Wir schreiben x gleich 4 mal 3, 12. Auch 12 ist ein Element der reellen Zahl. Also die Lösungsmenge bezüglich der Grundmenge der reellen Zahlen ist 12. Dritte Aufgabe. 20 minus 3x plus 10 minus 2x gleich minus 4x minus 11. Zunächst fassen wir die linke Seite zusammen. Da haben wir minus 3x minus 2x macht minus 5x. 20 plus 10 ist 30. Also minus 5x plus 30 gleich minus 4x minus 11. Jetzt stört uns minus 4x auf der rechten Gleichungsseite. Deswegen addieren wir einfach 4x und erhalten minus 5x plus 4x ist minus 1x oder minus x. Plus 30 gleich minus 11. Wir subtrahieren 30, also Gegenteil von plus 30 ist ja minus 30. Und erhalten minus x gleich minus 11 minus 30 gibt minus 41. Jetzt stört uns das Minus vor dem x. Das beseitigen wir, indem wir mit minus 1 mal nehmen. Also minus x mal minus 1 ist x und minus 41 mal minus 1 ist 41. Die Lösungsmenge bezüglich R ist 41. Vierte Aufgabe. 10x minus 7x plus 20 gleich x minus 2. Wir fassen wieder zunächst den linken Term, also linke Gleichungsseite, zusammen. 10x minus 7x macht 3x plus 20 gleich x minus 2. Stört uns wieder das x auf der rechten Gleichungsseite. Plus x, Gegenteil ist minus x. Wir erhalten 3x minus x macht 2x plus 20 gleich minus 2. Minus 20, 2x gleich minus 2, minus 20 ist minus 22. Mal 2, Gegenteil ist geteilt durch 2. Wir erhalten x gleich minus 11. Die Lösungsmenge der reellen Zahlen ist minus 11. Bezüglich der natürlichen Zahlen n wäre die Lösungsmenge aber leer, weil minus 11 keine natürliche Zahl ist. Fünfte Aufgabe. 2 mal in Klammern 4x minus 10 minus 16 gleich 4. Zunächst suchen wir von außen gesehen die schwächste Bindung. Da hätten wir hier mal, Klammer und hier minus. Minus 16 ist die schwächste Bindung, Gegenteil ist plus 16. Wir erhalten 2 mal in Klammern 4x minus 10 gleich 4 plus 16, 20. Von außen gesehen ist jetzt mal 2 schwächer als die Klammer. Fahren wir fort mit geteilt durch 2. 4x minus 10 gleich 20 durch 2, 10. Jetzt haben wir hier mal und minus. Minus ist schwächer als mal, Gegenteil von minus ist plus 10. 4x gleich 10 plus 10, 20. Zum Schluss teilen wir durch 4 und erhalten x gleich 20 durch 4, 5. Die Lösungsmenge bezüglich R ist 5. Diese Aufgabe kann man auch in Kurzform lösen. Das heißt, alle Operationsbefehle, die hier stehen, kann man auch in einer Zeile ausführen. Dann sieht das folgendermaßen aus. Schwächste Bindung abbauen ist mit plus 16.
Dann kommt Gegenteil von mal 2 ist geteilt durch 2. Gegenteil von minus 10 ist plus 10. Gegenteil von mal 4 ist geteilt durch 4. Wenn wir das nun aufschreiben, haben wir x gleich 4 plus 16. Das müssen wir durch 2 teilen, also zu dem Ganzen 10 addieren und alles durch 4 teilen. Wir können das aber auch im Kopf ausrechnen. X plus 16 ist 20, durch 2 ist 10, plus 10 ist 20, durch 4 ist 5. Bevor ich auf die nächsten Aufgaben eingehe, behandle ich erstmal die Vorzeichenregel. Plus mal plus gleich plus. Das bedeutet, wenn ich zwei positive Zahlen miteinander multipliziere, ist auch das Ergebnis positiv. Plus mal minus ergibt minus. Also eine positive mit einer negativen Zahl multipliziert, ergibt ein negatives Ergebnis. Und insbesondere gilt, minus mal minus gleich plus, also zwei negative Zahlen multipliziert, ergibt ein positives Ergebnis. Diese Rechenregeln werden wir auch gleich in den folgenden Aufgaben anwenden. Sechste Aufgabe. 2 mal in Klammern 5x plus 3 gleich 2 mal in Klammern 4x plus 6 plus 8. Wir haben jetzt hier zwei Klammern, in denen x vorkommt, deswegen multiplizieren wir die Klammern aus. Wir multiplizieren 2 in die erste Klammer und erhalten 2 mal 5x ist 10x. 2 mal 3 sind 6, also plus 6. 2 mal 4x sind 8x plus 2 mal 6 sind 12 plus 8. Wir fassen die rechte Seite zusammen. 10x plus 6 gleich 8x plus 20. Wir subtrahieren auf beiden Seiten 8x und erhalten 10x minus 8x sind 2x plus 6 gleich 20. Plus 6 ist schwächer als mal 2, also minus 6 und geteilt durch 2. X gleich 20 minus 6 durch 2. 20 minus 6 sind 14 durch 2 sind 7. Lösungsmenge bezüglich R ist 7. Siebte Aufgabe. 5 mal in Klammern 3x minus 1 minus 60 geteilt durch 4 gleich 10. Wenn wir so einen Ausdruck sehen, wird der Zähler von dem Nenner sehr stark durch den Bruchstrich teilt. Deswegen können wir hier oben uns eine Klammer vorstellen um den Zähler. Dann ergibt sich von außen betrachtet, ist geteilt durch 4 schwächer als die Klammer, beginnen wir mit mal. Jetzt haben wir hier mal, Klammer, minus. Minus 16 ist die schwächste Bindung von außen gesehen, also Gegenteil ist plus 60. Mal 5 ist schwächer als die Klammer, also geteilt durch 5. Fahren wir fort mit plus 1 und geteilt durch 3. Wir können jetzt im Kopfgrunde das ausrechnen. 10 mal 4 sind 40, plus 60 sind 100, durch 5 sind 20, plus 1 sind 21, durch 3 sind 7. Oder aufgeschrieben, 10 mal 4 plus 60 durch 5 plus 1 und alles durch 3 ergibt 7. Lösungsmenge bezüglich R ist 7. In der achten Aufgabe gibt es auch wieder zwei Klammern, in denen x vorkommt, also multiplizieren wir die Klammern aus. 7 in die erste Klammer multipliziert, es gibt 7 mal minus 2x sind minus 14x. 7 mal minus 3 ist minus 21. Minus 8 mal minus 8x ergibt plus 64x. Minus 8 mal minus 1 gibt plus 8. Minus 731. Wir fassen 8 und minus 731 zusammen und erhalten minus 723. Anschließend subtrahieren wir minus 64x und erhalten minus 14x minus 64x ergibt minus 78x minus 21 gleich minus 723. Minus 21 ist schwächer als mal minus 78. Fahren wir fort. Plus 21 geteilt durch minus 78 und erhalten x gleich minus 723 plus 21 durch minus 78. Das ergibt 9. Lösungsmenge bezüglich R ist also 9. Neunte Aufgabe. Hier haben wir sogar mehrere Klammern, in denen x vorkommen. Auch die werden alle miteinander multipliziert, die Elemente. Das heißt, wir multiplizieren in die erste Klammer 6x und erhalten 6x mal x sind 6x². 6x mal 4 sind 24x. Minus 5 mal x sind minus 5x. Minus 5 mal 4 sind minus 20. Rechts multiplizieren wir 3x in die erste Klammer und erhalten 6x² plus 9x und 4 in die erste Klammer und erhalten 8x plus 12. Es kommt auf beiden Seiten 6x² vor. Mit dem Operationsbefehl minus 6x² können wir 6x² streichen. Wir fassen die linke Gleichungsseite zusammen und erhalten 24x minus 5x gleich 19x minus 20. 9x plus 8x sind 17x plus 12.
Wir subtrahieren auf beiden Seiten 17x, erhalten 19x minus 17x gleich 2x, 20 gleich 12. Minus 20 ist die schwächere Bindung, also plus 20. Anschließend teilen wir durch 2 und erhalten 12 plus 20 durch 2 ist 32 durch 2, 16. Lösungsmenge bezüglich R ist 16. Sehr häufig kommen bei linearen Gleichungen auch Textaufgaben vor in der folgenden Art. Zehnte Aufgabe. Addiert man 5 zum Neunfachen einer Zahl und halbiert die Summe, so ist das Ergebnis genauso groß wie die Summe aus dem Vierfachen der Zahl und 6. Neunfache einer Zahl ist 9x und das Vierfache der Zahl ist 4x. Wir erhalten 9x plus 5 durch 2 gleich 4x plus 6. Das wird uns das geteilt durch 2 und wir multiplizieren mal 2. Dann erhalten wir links 9x plus 5 und rechts müssen wir diesen ganzen Ausdruck mit 2 multiplizieren. Also 4x mal 2 ist 8x plus 6 mal 2 ist 12. Wir subtrahieren zunächst 8x und erhalten x. 9x minus 8x ist x. Und anschließend subtrahieren wir 5. 12 minus 5 ist 7. Lösungsmenge bezüglich R ist 7. Elfte Aufgabe. 3 mal in Klammern 8x Quadrat minus 2 minus 10 durch 4 plus 30 gleich 50. Wenn wir uns die Gleichung anschauen, kommt da diesmal x hoch 2 vor, also x Quadrat. Diese Art der Gleichungen sind keine linearen Gleichungen mehr, sondern quadratische Gleichungen. Wir schauen uns den Ausdruck genauer an. Da haben wir hier den Bruchstrich. Wir wissen, hier können wir uns eine Klammer um den Zähler vorstellen. Dann haben wir auch eine Reihenfolge. Von außen gesehen wäre dann plus 30 die schwächste Bindung. Also beginnen wir mit minus 30, dann geteilt durch 4, Gegenteil mal 4, minus 10, Gegenteil plus 10, mal 3, Gegenteil geteilt durch 3, minus 2, Gegenteil plus 2, mal 8, Gegenteil geteilt durch 8. Um das hoch 2 von dem x² zu trennen, verwenden wir die Wurzel. Wurzel und Quadrieren sind Umkehrfunktionen. Wir erhalten 50 minus 30, alles mal 4, plus 10 durch 3, plus 2, alles durch 8 dividiert und daraus die Wurzel gezogen, ergibt 50 minus 30 sind 20, mal 4 sind 80, plus 10 sind 90, durch 3 sind 30, plus 2 sind 32, durch 8 sind 4. Die Wurzel aus 4 ist aber 2. Hier sehen wir aber, wenn wir 2 einsetzen und quadrieren, würden wir 50 rauskriegen. Aber auch bei minus 2 zum Quadrat ergibt sich auch 50. Das heißt, wir haben die Lösungsmenge bezüglich R kreuz R ist 2, minus 2. Zwölftes Beispiel. I Quadrat mal R gleich P. Das ist eine Formel aus Elektrotechnik. I ist die Stromstärke, R der Widerstand und P die Leistung. Wir wollen die Formel nach I umstellen. Dazu müssen wir zunächst durch R teilen und um das hoch 2 zu beseitigen, verwenden wir wieder die Wurzel. Wir erhalten I gleich P durch R und daraus die Wurzel. In der 13. Aufgabe geht es um den Flächeninhalt eines Trapez. A und C sind die parallelen Seiten, H der Abstand und A der Flächeninhalt. Wir multiplizieren mit 2 und teilen durch A plus C und erhalten H gleich 2 mal A durch A plus C. Mehr Beispiele findet ihr in meinem Video Formelumstellung. 14. Aufgabe. Vor ein paar Jahren wurde der Kraftstoffverbrauch eines Autos mit folgender Formel berechnet. C gleich C statt plus C90 plus C120 durch 3. C statt bedeutet der Verbrauch in Litern auf 100 Kilometern innerhalb der Stadt. C90 bei 90 Stundenkilometern. C120 bei 120 Stundenkilometern der entsprechende Verbrauch auf 100 Kilometer. Wenn wir diese Formel nach C statt umstellen, müssen wir zunächst mit 3 multiplizieren und anschließend C90 und C120 ab. Wir erhalten C statt gleich 3 mal C minus C90 minus C120. Wir zeigen das an einem Beispiel. Und zwar geben wir vor C gleich 6,53, C90 5,4 und C120 6. Dann erhalten wir für C statt 3 mal 6,53 minus 5,4 minus 6 gleich 8,19 Liter pro 100 Kilometer ist der Stadtverbrauch des Fahrzeugs. Danke fürs Zuschauen.